Wir begrüßen Sie zur WM 2018 in Russland. Liebe Fußballfans, hier sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Nun geht sie also los, die mit viel Spannung erwartete Weltmeisterschaft. Was bekommen wir geboten? Welche Taktiken setzen sich durch? Wer sind die Stars dieser WM? Ab heute finden wir es raus. Heute sehen wir die DFB-Elf gegen Mexiko. Die Fußball-WM ist ja auch immer ein Kräftemessen der Taktiken, Buschi. Ja, du hast nicht nur die besten Spieler, sondern auch die besten Trainer der Welt. Die denken sich immer wieder was Besonderes aus. Und das ist für die Fans klasse. Die sehen, wer hat da aktuell die Nase vorn, welche Taktik ist im Moment überlegen, welche Taktik ist vielleicht auch ein bisschen überholt, ein wenig veraltet. Ich sag's mal so, die Fans der deutschen Nationalmannschaft konnten sich in den letzten Jahren ja nicht wirklich beschweren, oder Buschi? Nö. Sobald es zu großen Turnieren geht, ist die Mannschaft immer da, immer auf den Punkt fit und gut drauf. Klingt abgedroschen, aber wir reden von einer Turniermannschaft. Das Luzhniki-Stadion ist ja das größte Stadion hier in Russland. Absolut, Wolf. 81.000 passen hier nach aktuellem Stand rein. Und wenn es hier voll ist, dann herrscht eine sensationelle Atmosphäre. Und jetzt geht's hier los. In diesem Spiel, dem wir alle so entgegengefiebert haben, in dieser spannenden WM-Partie. Und mal sehen, wer den besseren Start erwischt. Özil. Nun Salcedo. Moreno. Dueñas. Und direkt zurückgespielt. Mexiko kommt. Macht er ihn! Nicht drehen, aber das war knapp. Hummels. Mexiko jetzt. Layún. Im ersten Vorrundenspiel will natürlich jeder zeigen, wo es hingehen soll bei der WM. Das berühmte Zeichen setzen. Denken wir mal zurück an die WM 1990, das erste Spiel der deutschen Mannschaft. 4:1 gegen Jugoslawien. Überragende Leistung. Und das hat dann diesen Extraschwung gegeben fürs Turnier. Paul Aguilar. Da kann er sich den Ball holen. Dueñas. Werner. Und Özil. Raúl Jiménez. Guter Körpereinsatz hier. Super gelöst, den Ball hat er. Guardado. Hummels. Draxler. Jetzt ist die Kugel weg.
Nun Salcedo. Jetzt vielleicht. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Guardado. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Hector. Kimmich. Thomas Müller jetzt. Mexiko jetzt. Layún. Guardado. Nun Salcedo. Sie warten ganz geduldig. Die Mexikaner mit dem Freistoß. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Schnell ausgeführt, dieser Freistoß. Jetzt ist er durch. Oh, er gibt abseits, da war der Spieler durch. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Und den hält er fest. Gut gemacht. Er bügelt seinen Fehler aus und hat den Ball zurück. Jerome Boateng. Kimmich. Toni Kroos. Toni Kroos wird ihr Spiel lenken. Unheimlich wichtig für die Statik. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Die deutsche Mannschaft mit dem Einwurf. Müller am Ball. Özil. Dueñas. Entschlossen geklärt. Er köpft den Ball zum Mitspieler. Herrera. Layún. Müller am Ball. Gut gearbeitet, er hat den Ball. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Dueñas. Vela. Unentschieden also zur Pause in diesem ersten Gruppenspiel. Alles drin. Ja, beide mit berechtigten Hoffnungen auf den Sieg. Wäre natürlich ein toller Einstieg in diese Weltmeisterschaft. Beide Mannschaften sind wieder da und jetzt machen wir weiter hier in Russland. Gutes Spiel bisher, zwei klasse Mannschaften. Ich glaube ja, dieses erste Vorrundenspiel hält absolut, was wir uns versprochen haben. Dueñas. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Die Mexikaner mit dem Eckball. Ein guter Kopfball. Moreno. Guardado. Und wieder Deutschland am Ball. Da wird er gestört. Sehr guter Einsatz von Mats Hummels. Özil.
Guardado. Raúl Jiménez. Es ist Bewegung auf der Bank. Gleich kommt es zum Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen. Und jetzt haben sie den Ball. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Gut gemacht. Vorbei am Abwehrspieler. Özil jetzt. Da geht er gut dazwischen. Gibt Freistoß gegen das deutsche Team. Jetzt fliegt er vom Platz. Blöde Aktion. Völlig übermotiviert. Da muss er niemals so reingehen. Überflüssig. Wechsel bei Mexiko. Nun Salcedo. Draxler. Werner. Den Ball kann er abfangen. Gleich hier der Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung dürfte es soweit sein. Die Mexikaner mit dem Wechsel. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Özil. Klasse aufgepasst vom Torwart. Gut reagiert vom Torhüter. So verhindert er den Rückstand. Der Ball ist weg. Abstoß. Nun Salcedo. Exzellentes Zweikampfverhalten. Guardado. Nun Chicharito. Dos Santos. Jetzt vielleicht. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Dos Santos. Keiner war mehr dran. Abstoß. Hummels am Ball. Wenn man Mats Hummels so verteidigen sieht, könnte man meinen, dass ihn nichts aus der Ruhe bringt. Stimmt. Hummels ist extrem nervenstark und hat so eine souveräne Ausstrahlung. Jetzt Carlos Vela. Chicharito. Super Aktion. Gut geklärt. Die DFB-Elf kann hier den Ball zurückerobern. Paul Aguilar. Herrera. Chicharito. Da hat er klasse gearbeitet. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Dos Santos! Der Ball geht ins Tor aus. Das war knapp. Und mit der Parade hält er weiter die Null. Özil. Werner. Geht er rein. Das macht er gut. Den Ball hält er fest. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Guardado. Layún. Keine Tore am Ende, das Spiel ist vorbei.
Sie holen in Unterzahl ein Unentschieden. Ausrufezeichen. Ja, das Beste aus der Situation gemacht. Die Mannschaft hat richtig gefightet, gebissen. Und dann ist das am Ende auch verdient.